Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir in der Geschichte zurückblicken, stellen wir fest, dass der privilegierte Zugang von Männern zu höherer Bildung jahrhundertelang die Vormachtstellung der Männer begründete. Erst im Jahr 1900 erlaubte als erstes Bundesland das Land Baden Frauen das Hochschulstudium, und es sollte noch bis zum Jahr 1909 dauern, bis Frauen schließlich in ganz Deutschland studieren konnten. Deshalb freut mich die Meldung von letzter Woche, dass in Bayern so viele Frauen habilitiert wurden wie noch nie. Aber wie konnten sich alte Rollenbilder so lange durchsetzen? Blicken wir zurück in die 50er, 60er und 70er Jahre. Der siebte Sinn erklärte uns, dass der Rückspiegel in Autos für Frauen nur zum Lippennachziehen genutzt wird. Oder die Filme und Bücher über die gute Hausfrau, wie sie das Leben ihres Mannes erleichtern kann. Ein Werbespot aus dem Jahr 1954 behauptet, dass eine Frau zwei Lebensfragen hätte. Was ziehe ich an und was koche ich? Und in der Fassung von 1958 lesen wir im BGB, die Frau führt den Haushalt in eigener Verantwortung. Sie ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist. Es ist auch dieses Denken, das sich jahrhundertelang entwickelt hat und das uns auf dem Weg zur Gleichstellung immer noch einbremst. Dabei handelt es sich um eine Generationenaufgabe. Wir werden das nicht von heute auf morgen umstellen können, und das kann die Politik auch nicht alleine. Wir müssen die alten Zöpfe endlich abschneiden. Aus dieser Rollenverteilung heraus entstanden auch die schlecht bezahlten Frauenberufe. Sie waren ja nur als Zuverdienst gedacht. Und hier müssen wir dringend ansetzen. Erzieherinnen, Altenpflegerinnen und, ich könnte die Liste beliebig fortsetzen, leisten auf hohem Niveau einen unschätzbaren Beitrag für uns alle. Deshalb war auch, ja, da darf auch mal geklatscht werden. Deshalb war auch unser Beschluss von gestern, dass kein Schulgeld in den Altenpflege mehr bezahlt werden muss, so wichtig und auch überfällig. Es sind auch nicht mehr automatisch die Männer, die die Haupternährer der Familien sind. Im Gegenteil, viele Frauen, wie zum Beispiel die Alleinerziehenden, übernehmen immer häufiger diese Rolle. Und die Aufwertung dieser frauenspezifischen Berufe, auch die finanzielle Aufwertung, sollte Priorität die Aufgabe des Familienministeriums sein. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, dass wir die Gleichberechtigung von Frauen und Männern noch besser voranbringen wollen, steht außer Frage. Dafür ist die wichtigste Aufgabe, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie noch weiter zu verbessern. Ich möchte an dieser Stelle auch das Ehrenamt hinzunehmen, dessen Bedeutung in unserer Gesellschaft nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Wir haben dafür in den letzten Jahren viel Gesetze auf den Weg gebracht und sehr viel Geld in die Hand genommen. Kollege Rix hat schon einige aufgezählt. Genauer drum nur kurz: Elterngeld plus, die Familienpflegezeit, der Kita-Ausbau, die Frauenquote, Enkeltransparenzgesetz, um nur einige zu nennen. Bevor Sie aber weitere Forderungen stellen, sollten wir erst einmal die positiven Wirkungen dieser Gesetze abwarten. Und dass wir in Deutschland auf einem guten Weg sind, bescheinigt uns auch die OECD-Studie Dare to Share. Diese stellt fest, dass Deutschland in den vergangenen Jahren die Voraussetzungen für die Erwerbstätigkeit von Müttern deutlich verbessert hat und wir eines der OECD-Länder mit der dynamischsten Familienpolitik und mit der höchsten Frauenerwerbsquote sind. So haben wir mit dem Ausbau der Kinderbetreuung sowie mit der Ausgestaltung des Elterngeldes bereits wichtige Voraussetzungen für eine gleichmäßigere Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen den Eltern geschaffen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben am Mittwoch dieser Woche bei der Regierungsbefragung zum Gleichstellungsbericht viel über Gender Care Gap und Gender Pension Gap gehört.
Wer fordert, die Erziehungs- und Pflegeleistungen, die für Angehörige zu Hause erbracht werden, finanziell anzuerkennen, hat unsere volle Unterstützung. Wer aber gleichzeitig gegen das Betreuungsgeld ist, das genau hier ansetzt, widerspricht sich in meinen Augen. Wer das eine fordert, kann das andere nicht ablehnen. Dasselbe beim Gender Pension Gap. Aufgrund niedriger Erwerbszeiten und geringerer Löhne haben Frauen weniger Rentenansprüche. Wer sich daran zu Recht stört, darf dann aber konsequenterweise nicht gegen die von der CSU geforderte Mütterrente sein. Eine wichtige Aufgabe für die Politik in der Zukunft wird das Thema Gleichberechtigung von Frauen bei den Flüchtlingen sein. Gerade hier ist die männerdominierte Denkweise sehr ausgeprägt vorhanden. Dem müssen wir von Anfang an entgegentreten, auch den betroffenen Frauen zuliebe. Vor allem Deutschkurse ermöglichen es den Frauen, sich zu integrieren und auch ihre Kinder in diesem Sinne so zu erziehen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn ich mir die vorliegenden Anträge so durchlese, stellt sich mir die Frage, ist für Sie Gleichberechtigung nur, wenn beide Partner in Vollzeit arbeiten? Ich finde nein. Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann ist für mich eine gleichberechtigte Aufteilung der täglichen Aufgaben und Pflichten in einer Partnerschaft. Und es obliegt dieser Partnerschaft, dies eigenverantwortlich und selbstbestimmt zu tun. Aus meinen Ausführungen sehen Sie, dass wir Ihre Anträge deshalb heute ablehnen werden. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, eine bayerische Politikerin sagte einmal, nur der Mann von gestern hat Angst vor der Frau von heute. In diesem Sinne freue ich mich, hier viele Männer von heute zu sehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Jetzt.